Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Ihr habt es im Titel oder im Thumbnail schon gelesen, die Drachen sind endlich da. Absolut geil. Gestern endete ja Season 1 und kurz danach wurden die Drachen gleich ins Spiel gepatcht. Wie habe ich es erfahren? Ich hatte Spätschicht, konnte selber nicht zocken, hätte es mega geil gefunden, wenn ich es live beim Zocken auf einmal festgestellt habe. Meine Fresse, da fliegt ein Drachen, wie geil ist das denn? Ich habe es über WhatsApp, Instagram, auf YouTube, meine Kanäle, also meine Videos wurden kommentiert mit die Drachen sind da und so weiter. Ich habe zig Nachrichten von Abonnenten oder Freunden bekommen, die an mich gedacht haben und gesagt haben, hier, die Drachen sind da. Ich schickt ja gleich mal ein paar Bilder. Fand ich mega geil, dass da so viele an mich gedacht haben. Danke dafür. Ich werde mich jetzt mal auf die Suche nach so einem Drachen im Live-Spiel machen. Ich habe es nämlich noch nicht live selber gesehen. Zeige euch dazu ein paar Bilder und wir sehen uns jetzt in dem Spiel. Where's my money, bitch? Na, bin ich. Oh, da fliegt doch schon einer. Das glaubst du doch nicht. Da fliegt jetzt schon ein Drachen. Ich bin noch gar nicht richtig unterwegs und hier fliegt schon so ein Drachen. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich brauche eine Waffe. Ich will das Vieh abknallen. Dass man die so früh schon sieht, hätte ich natürlich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, man muss vielleicht erstmal ein bisschen zocken. Ja. Oh, da hinten ist einer. Da hinten. Wenn der sich jetzt verpisst, wäre ich aber sauer. Oh, das sind gleich zwei. Das ist ja interessant. Guckt. Oh, die schreien sogar. Das ist geil. So, ich näher mich dem erstmal, bevor ich den abknalle. Ich warte erstmal, ob der in meine Richtung fliegt. Das sieht ja edel aus. Alter! Okay, ich habe mir erledigt. Aber ich glaube, die Leiche von dem Drach bleibt nicht liegen. Schauen wir mal. Ganz schön viel Munition gebraucht. Naja. Nee, die bleibt auf jeden Fall nicht liegen. Okay. Würdest du bitte die Zipline hier hinmachen? Danke. Schaut euch das doch mal an. Es sieht doch geil aus. Also mal ohne Mist. Ich warte mal, bis es noch ein bisschen näher kommt. Okay, jetzt bleibe ich hier hängen und da haben wir die Lootbox. Also Knockdown-Schild, lila Rucksack, ein Helm, eine Waffe ist drin. Also es ist schon eine feine Sache, wie ich finde. Das ist auf jeden Fall eine kleine, aber feine Änderung, die man im Spiel machen kann. Meine Fresse, sieht das geil aus. Okay. So, was haben wir hier drin? Körperschild.
So, ich habe jetzt mal ein paar Drachen gejagt. Wie ihr gesehen habt, finde ich eine absolut geile Änderung. Die verändert zwar das Spiel nicht im Gesamten, aber so kleine, feine Änderungen machen das Spiel auch interessanter. Vor allen Dingen kommt man so vielleicht auch mal leichter an eine Rüstung oder so. Ihr habt es gerade gesehen, dass da auch mal eine lila Rüstung, lila Rucksack oder ein Schild, also ein blaues Schild, wie man es gerade gesehen hat, drin sein kann. Absolut geile Änderung. Das soll es soweit von dem Drachenvideo gewesen sein und ich wollte euch jetzt noch schnell informieren. Ich möchte noch ein Fazitvideo zur Season 1 machen, wie ich, also meine persönliche Meinung zur Season 1, wie ich sie fand, was ich alles nicht so schön fand. Also eine Menge Kritik soll auch dabei sein. Das Video werde ich jetzt schneiden, deswegen wird es heute mit dem Stream leider nichts. Ich versuche das heute noch fertig zu bekommen und heute auch noch rauszuhauen und dann gibt es nämlich den nächsten Livestream dann morgen. Früh zwischen 9 und 12 Uhr. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Mittwoch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.